Okay, hallo, Jingle Bells, for Four Voices wurde von Joe Sack gespielt, hallo. Okay, na, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker. Mein Name ist Luca Z. Und letzte Folge, was haben wir da nochmal angestellt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mache ich heute wieder ein Level, nämlich vom Luigi-Fan. Ride the Wave nennt sie das Ganze. Und, ja. Ich freue mich schon. Vom Luigi-Fan habe ich, glaube ich, schon länger nichts mehr gehabt. Oder doch? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Meine Erinnerung spielt mir wieder einen Streich. Das ist echt eine Frechheit. Aber ich habe mich schon wieder vertippt. Aber das ist kein Problem, wenn ich weiß, dass ich mich vertippe. Das Problem ist nur, wenn ich es nicht mitkriege. Aber es schaut gut aus. Ja. Und es schaut verdammt gut aus. Ja, das ist das Richtige. Ride the Wave. Okay. Weltrekord ist von Domebo. Abschlussrate ist okay. 1 Minute 28, ja. Na, wer to gehen? Wünscht mir Glück und Ride the Wave. Okay. Wie schaut's aus? Aha, verstehe. Ride the Wave. Ah, ich verstehe schon. Ich glaube, ich muss durchrennen. Hui! Okay, vielleicht doch nicht. Ach so geht das. Wow. Boah, cool. Das gefällt mir. Das ist eine coole Idee. Okay, du kriegst jetzt schon Stern. Das ist heiß. Okay, zuerst muss ich mal alles auslösen. Und dann da so gemütlich drüber. Okay, na, versteh schon. Na, ist das ein cooles Level. Okay. Ja, ich muss durchlaufen, weil es ist. Es sieht vielleicht ein Fehler. Aha, da muss ich ja anders handeln. Okay, da muss ich auch anders handeln. Okay, na, das ist ein Level, das muss man halt geschwind lernen. Aber es ist witzig. Es ist echt witzig. Schauen wir mal. Ich glaube, da muss ich nicht einmal was cutten, weil es so cool ist. Okay, da kann ich einfach durch. Das passt. Da! Okay, ich wollte gerade nach links und dann sofort nach rechts. Okay. Ja, da ist sogar ein Checkpoint dabei. Das gefällt mir. Neustart. Ich brauch das. Sonst wird das nix. Na gut, los geht's. Hui! Jetzt sind wir hier, Mario. War so geil. So geil. Schaut euch das so. Ah, oben umkommen. Oui, okay. Ist das geil. Ah, und da unten ist noch immer die. Boah, so geil. Schaut euch das so. Okay. Ah, sogar Expresslift. Okay, dann gefällt mir. Okay, Welle 2. Los geht's. Oh. Ich hätte mich ducken sollen. Ah, shit. Hoppa. Nope. Ups. Das war ein Fehler. Da mache ich einen Selbstmord. Weil bei einem Neustart, da würde ich dann vom ersten Checkpoint wieder starten. Was nicht gut ist. Aber jetzt weiß ich zumindest schon, was ist. Die erste Welle hat mir aber besser gefallen. Also stilistisch, wenn ihr wisst, was ich mache. Ah, da muss ich drüber shit. Ducken. Länger ducken eigentlich. Da! Okay, bin abgestürzt. Das ist schlecht. Na gut, hilft nix. Ich probiere es einfach nochmal. Und diesmal mit mehr Gefühl, wenn ihr wisst, was ich meine. Mehr Gefühl. Ab. Ah ja, springen, ducken.
Ducken, springen. Ho, geschafft. Ist da was Geheimes? Ja, okay. solche Dinge erkenne ich teils. Aha. Ja, schauen wir mal. Da ist noch ein Pilz. Okay, das ist gut. Ist da noch was Geheimes? Nein. Hat schon wieder verdächtig ausgeschaut. War da nicht vorher Stern? Naja, wen kümmert's? Brauche ich ja nicht. Whee. Hopp, hopp. Ah, ducken. Shit, vergiss. Okay. Ist das geil, das Level? Ja, da ist ein Stern. Warum ist da ein Stern? Verstehe das nicht. Ah, jetzt hören krieg. Komisch. Ah, dang it. Damit ist die Welle größer. Mhm. Will ich das überhaupt? Ich glaube, es ist so vorgesehen, weil sonst wäre da kein Stern. Ja, und er endet eben genau dann. So, dass man nicht irgendwelche Tricks haben kann. Hopp. Ah, ein bisschen weiter hätte ich gesehen. Hopp. Na, shit. Die Welle, sie hat mich erschlagen. Komm niemals unter die Welle, sonst wärst du tot. Ja, so ist es. Na gut, probieren wir es nochmal. Vielleicht geht's ja jetzt an. Ah, dang it. Schon wieder. Ja. Ich komme an dem Fleckerl nicht vorbei. Das ist eine Frechheit. Warum? Das sollte doch nicht so schwer sein. Normalerweise. Aber ihr erkennt schon, ich muss mit dem Stern gehen, weil. Ja, ich glaube, sonst ist da irgendwas beim Timing falsch und dann funktioniert das ganze Level nicht mehr. Ach, schon wie. Na, nicht sterben. Shit. Da muss ich noch ein bisschen vierig gehen. Okay, passt. Nein, ich bin schon beim Lernen von dem Level. Es ist sehr interessant. Das Problem ist nur, ich muss. Ja. Ich muss noch besser machen. Ah, dang it. Ah, das haben wir uns geschafft. Bisschen Fähre. Hä? Ah, da muss ich drü. Da muss ich drü. Wie mache ich das? Sofort springen? Ich glaube, das könnte eine Idee sein. Ah, zu früh aufgestanden. Shit. Okay, vierige und vierige. Zu spät gesprungen, ja. Beziehungsweise geht's da gerade gar nicht. Muss ich kurz warten, oder? Die Pfeile haben euch zurückgezogen, oder? Bin ich mir gerade nicht sicher. Nein, ich muss teilweise den Pfeilen vertrauen. Weil. Ja. Es schaut so aus, als würden die Pfeile relativ richtig liegen. Okay.
cool. Und ein Bowserfight. Beziehungsweise etwas anderes. Ein Powerblock ist nicht schlecht. Ich schnapp mir mal. Hopp. Also da. Man kann noch eins nehmen. Das ist problematisch. Okay, der Powerblock muss sitzen. Okay, passt. Na, das war cool. Das war echt cool. Das taugt mir. Das Level hat einen Stern verdient. Da ist so viel Kreativität. Ride the Wave, oder? Voll geil. Warum habt ihr das denn noch nicht mehr Leute gespielt? Das Level hat schon echt Spaß gemacht. Na gut, aber trotzdem, hab's wahrscheinlich, oder? Ah nein, das sind zwei verschiedene Kommentare. Ja, ich empfehle einmal, spürt das Level, das macht Spaß. Kurze Empfehlung. Auf jeden Fall, mach jetzt noch geschwind ein zweites Level, weil, ja, das ist noch kürzer wie das, was wir gerade gehabt haben, anscheinend. Kommentar könnt ihr gerade lesen. Und hat eben nur einen kleinen Gag. Und ja, schauen wir mal. Ich freue mich schon. Weil, ja, kurze Level, die haben immer irgend sowas Erfrischendes. Das braucht man hin und wo. Hin und wieder. Ihr wisst schon. So wie man bei Splatoon hin und wieder mal im Revierkampf gehen sollte. Einfach nur zur Erfrischung. Oder so. Where's the flag? Oh. Abschlussrate 54%. Okay. 2 Sekunden. What the fuck? Okay, kann den Weltrekord schlagen. What the fuck? That's the flag. Oh, there it is. Okay, aber ich probier's nochmal. Okay, war das Weltrekord oder nicht? Ah, so knapp. Meine Zeit ist um 0,212 zu viel. Na gut, es hat nur ein kleines Gimmick, aber scheiß drauf. Das Gimmick ist cool. Muss man eigentlich Don Kamek töten? Moment, ich start's nochmal neu. Kamek, komm her. Ey, warte mal. Oder scheint's irgendwann von selbst auch. Na, scheint nicht so. Na, in dem Fall, Kamek. Stirb. Was ist, wenn... Da muss ich noch was ausprobieren noch und. Ah, naja, egal. Wird schon funktionieren. Na gut, na, das war sehr erfrischend. Also, mir hat's gefallen. Und ich hab's geschwind zweimal hintereinander geschlagen. Ah, deswegen die 50%. Hin und wieder töten Kamex. Beziehungsweise versauen und Sprung. Aus welchem Grund auch immer. Aber ja. Cooles, nettes Level, sehr kurz, aber hey, ich mag kurze Level hin und wieder. Und ja, dementsprechend bedanke ich mich auch bei euch fürs Zusehen. Danke an Luigi-Fan für die Einsendungen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!